Diese Erkenntnis meiner Neigung, also Pädophilie, hat in mir eine extreme Zerrissenheit ausgelöst. Wer bin ich eigentlich? Bin ich eine tickende Zeitbombe? Pädophilie ist ja nicht gleich sexueller Kindesmissbrauch. Das ist auch mal ganz wichtig, das zu unterscheiden. Aber wir wissen natürlich, dass Pädophilie eigentlich der wichtigste Risikofaktor ist, im schlechtesten Fall auch ein Kind sexuell zu missbrauchen. Pädophile sind Verbrecher, sind Monster, sind Kinderschänder. Aber ich doch nicht. Wie geht man mit dieser Präferenzstörung um, dem sexuellen Interesse an Kindern, das nie ausgelebt werden darf? Wo bekommen diese Menschen Hilfe? Pädophile Männer geben uns Einblick in ihre Gedankenwelt. Wissenschaftler sind auf der Suche nach den Ursachen der Pädophilie und erforschen, wie viele davon betroffen sind. Pädophilie hat es schon immer gegeben. In jeder Kultur und zu jeder Zeit. Einerseits wird sie verteufelt, so als würde jeder pädophile Kinder missbrauchen. Andererseits werden die Folgen von Belästigung und sexueller Gewalt oft verharmlost. Denn die Ausübung dieser sexuellen Präferenz richtet enormen Schaden bei den Opfern an und muss strikt verhindert werden. Er wurde nie zum Täter. Unter dem Pseudonym Max Weber beschreibt er in einem Buch seine Entwicklung und seine Erfahrungen in der Therapie und will damit anderen Betroffenen Orientierung geben und Mut machen. Das ist etwas, was für mich sehr schwierig war. Ich habe jetzt dieses Empfinden oder auch da poppt in meinem Kopf dieser Wunsch auf, ich möchte dieses Kind gerne im Schritt anfassen und mich nicht dafür selbst zu geißeln und zu sagen, meine Güte, was bist du für ein Arschloch, dass dir so ein Gedanke kommt, sondern einfach zu sagen, okay, der Gedanke ist da, ich mache es aber nicht und damit ist es gut. Robert, auch ein Pseudonym, ist zum Täter geworden. Nicht direkt an Kindern, aber indirekt durch den Konsum von Kinderpornografie. Wenn ich die Arbeit von meinem Leben abziehe, blieb damals nur ein kleiner Wichser, der sich beim Anblick missbrauchter Kinder einen runterholt. Und das war nicht der Mensch, mit dem ich leben wollte. Die Erkenntnis, pädophil zu sein, trifft die meisten schwer und stürzt sie in größte Selbstzweifel. Kaum jemand spricht über sein Problem aus Angst vor Ausgrenzung. Und weg geht es auch nicht. Bis ich die Therapie begonnen hatte in Hannover, habe ich gehofft, dass ich die irgendwann loswerde. Diese Neigung, dass ich mich irgendwie umdressieren kann, umpolen kann. Und jetzt weiß ich, das hilft alles nichts. Es ist ein Teil von mir und mit dem muss ich leben, solange es geht. Wie viele Menschen haben diese sexuelle Neigung, vor der sich Kinder und Eltern so fürchten? Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Regensburg wurden in einer Online-Studie 9000 deutsche Männer ab 18 Jahren befragt und das Ausmaß ist erschreckend. Wir haben herausgefunden, dass 22% derer, die wir befragt haben, Kinder sexuell attraktiv finden. Jetzt ist sexuelle Attraktivität nicht unbedingt aussagekräftig. Deswegen haben wir zusätzlich gefragt, ob die Männer sexuelle Fantasien mit Kindern haben. Angefangen vom Streicheln, Küssen bis hin zu penetrativen Handlungen. Und wenn man die Frage so aufzieht, dann geben uns 4,4% der Männer an, solche sexuellen Fantasien mit Kindern zu haben. Wobei wir als Kinder definiert haben, alle Mädchen und Jungen bis zum Alter einschließlich 12, nicht 14. Laut neuesten Erkenntnissen werden etwa die Hälfte aller Pädophilen zu Tätern. Im Internet oder auch direkt an Kindern. 1,4% der Befragten räumen ein, schon mal sexuelle Handlungen mit Kindern bis zum Alter 12 gehabt zu haben. Mindestens eine. Wir haben nicht gefragt, wie viele. Doch nur etwa die Hälfte aller Kindesmissbraucher sind tatsächlich pädophil.
Die anderen Täter quälen Kinder, weil sie schwer antisozial gestörte Menschen sind, die Machtgefühle ausleben wollen, weil sie Sadisten sind oder Psychopathen, die ohne große Schuld oder Gewissensbisse Kindern sexuelle Gewalt antun, weil es ihnen Spaß macht. Zum Beispiel Marc Dutroux. 15. August 1996. Die 15-jährige Letizia und die 12-jährige Sabine werden aus Dutroux' Kellerverlies befreit, Dutroux festgenommen. Zuvor hatte der Belgier schon die beiden 8-jährigen Mädchen Melissa und Julie sowie die 17-jährige Anne und die 19-jährige Evie entführt und immer wieder missbraucht. Alle vier starben einen qualvollen Tod. Dutroux wurde in der Öffentlichkeit als besonders erschreckendes Beispiel für einen pädophilen Gewalttäter betrachtet. Doch die Gutachter konnten bei ihm keine Pädophilie feststellen. Über diese nicht pädophilen Kinderschänder weiß die Forschung noch weniger als über die Pädophilen. Max ist wirklich pädophil und tut, gerade weil er Kinder sehr mag, alles dazu, nicht zum Täter zu werden. Mit etwa 20 Jahren wurde ihm bewusst, was das bedeutet. Für mich war das so, dass ich eben das Selbstbild von mir hatte, dass ich anderen definitiv nicht schaden möchte, erst recht nicht Kindern. Und dann kam auf einmal die Komponente rein, die das völlig verunsichert hat. Meine Güte, es könnte auch sein, dass ich irgendwann da stehe und einem Kind massiv schade, indem ich es sexuell missbrauche. Und das zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Roberts pädophile Veranlagung hat sich erst im Alter von etwa 30 ausgeprägt, nachdem er eine Beziehung zu einer Erwachsenen beendet hatte. In seiner Arbeit hatte er viel mit Kindern zu tun, sie waren zum Greifen nahe. Auf einmal tauchten ständig nackte Kinder in seiner Fantasie auf und bildhaft im Internet. Mit dem Konsum von Kinderpornografie steigerten sich seine Wünsche. Nach einer Flasche Wein hatte ich mal in meinem Tagebuch festgehalten, da hatte ich mich selber gefragt, willst du wirklich mal mit so einem Kind schlafen? Und mit meinem besoffenen Kopf hatte ich ja in mein Tagebuch geschrieben. Mit nüchternem Kopf niemals, aber irgendwo war der Wunsch scheinbar doch irgendwo in mir drin. Maria ist eines der vielen Opfer frühkindlicher sexueller Gewalt, deren Narben wohl nie ganz verheilen. Ihrer Erinnerung nach wurde sie zwischen dem 2. und 12. Lebensjahr vielfach missbraucht, innerhalb ihrer Familie. Die Übergriffe, die haben nachts stattgefunden. Er ist zum Beispiel in mein Zimmer gekommen, während ich geschlafen habe. Also ich bin aus dem Schlaf rausgerissen worden. Und es kam dann zu sexueller Gewalt. Sexuelle Gewalt ist Folter. Es ist so quälend und so nicht auszuhalten. Und ich weiß noch, dass ich froh war, quasi dem einen Täter entkommen zu sein und wusste dann aber, okay, jetzt geht's zum nächsten Täter. Ne? Jetzt werde ich dem Onkel zugeschoben, jetzt geht das Martyrium von vorne los. Circa 15.000 Fälle von Kindesmissbrauch werden jedes Jahr in Deutschland registriert. Das sind 40 am Tag. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Nach neuesten Studien geben 11,6% der befragten Frauen an, Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch zu sein und 5,1% der Männer. Der Psychoanalytiker Ralf Vogt hat sich auf die Therapie traumatisierter Menschen, überwiegend Opfer von sexueller Gewalt, spezialisiert. Viele wurden im eigenen Elternhaus missbraucht. Für das Kind ist dieser Übergriff eine körperliche und eine psychische Katastrophe. Körperlich in dem Sinne, es werden dem Kind Schmerzen beigefügt, für die es ja, keinen Trost, keine Handhabe und auch keine richtige Behandlung erfährt. Denn in der Regel wird ja ein sexueller Übergriff verschwiegen, vertuscht. Normal ist, eine Beziehung zu Erwachsenen zu haben, die Schutz, Nähe und Stabilisierung gibt. Und dass hier jemand etwas tut, der an sich ein oft liebenswerter Erwachsener ist, der aber in seinen Zustandswechseln plötzlich Dinge macht, die das Kind überhaupt nicht versteht, das sind ja Dinge, die machen Menschen psychisch krank. Im geschützten Therapieraum trainiert Maria eine gesunde Abgrenzung von den Tätern. Nun ist sie soweit. Symbolhaft klagt sie ihre Eltern an, eine innere Befreiung, die seelische Genesung ermöglicht.
Und dir, Vater, fange ich an. Du bist ein perverses Dreckschwein! Du hast dich an mir vergangen als Kind. Du bist in mein Zimmer gekommen, nachts. Du hast mich in den Keller gesperrt. Geht's noch? Und dann bist du noch nicht mal in der Lage heute, dich in ein Gespräch zu stellen, du feiges Schwein! So, Mutter, dich habe ich lange genug geschützt. Damit ist jetzt vorbei. Ich kann nie verstehen, wie du als Mutter weggesehen hast und mich aufgeliefert hast und mir noch die Schuld gegeben hast. Geht's noch? 30-40% aller Pädophilen reagieren ausschließlich auf kindliche Körper. Die anderen, wie Max Weber, haben ein Restinteresse auch für erwachsene Körperschemata und können somit ihre Sexualität einigermaßen ausleben. Obwohl Max keinem Kind etwas angetan hat, war er nicht immer sicher, wie weit er gehen darf. Es war mir von Anfang an klar, dass mit einem Kind Sex zu haben definitiv nichts Gutes bringt, sondern dem Kind schadet. Was mir nicht ganz so klar war, waren, sag ich mal, irgendwie sexualisierte Spiele. Ob das eine Möglichkeit wäre oder auch schlecht wäre. Dass jede Art von Bedrängung Schaden anrichtet, weil Kinder sich Älteren gegenüber nicht wehren können und sich vielleicht sogar geschmeichelt fühlen, wenn ein Erwachsener Interesse an ihnen zeigt, das hat Max erst in der Therapie gelernt. In der Charité Berlin wurde 2005 das Projekt »Kein Täter werden« gegründet. Dort erhalten Pädophile Gruppentherapie. Max gehörte damals zu den ersten Teilnehmern. Der größte Zweifel, den ich an der Therapie ganz am Anfang hatte, war der, ob ich mich überhaupt mit anderen zusammensetzen will, die womöglich schon Kinder missbraucht haben. Wie es dann tatsächlich war, ist, dass ich eben dorthin kam und dann mit einer Gruppe von 12 Männern zusammensaß, denen man in keiner Weise irgendetwas Seltsames ansah, weil die sehen halt nicht doof aus und sind alt und haben dicke Brillen und abgewetzte Klamotten, sondern das waren einfach nur völlig normale Männer, die da saßen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Berufsgruppen, völlig unterschiedlichen Aussehens. Und andererseits auch erleichternd, endlich mal offen drüber sprechen zu können. Inzwischen gibt es an mehreren Standorten in Deutschland, wie hier in der Medizinischen Hochschule Hannover, Therapie. Den Patienten wird über die ärztliche Schweigepflicht hinaus Anonymität zugesichert. Ziel ist es, einen verantwortungsbewussten Umgang mit der pädophilen Neigung zu lernen und auf Missbrauch und auch Kinderpornografie komplett zu verzichten. Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Behandlung ist erstmal zu erkennen, in welchen Situationen bin ich überhaupt gefährdet. Wann merke ich, dass meine Neigung mich zu bestimmten Verhaltensweisen leitet? Und ist das dann schon eine Risikosituation oder ist es eben noch keine? Woher Pädophilie kommt, ob sie eine Zufallserscheinung ist oder doch eine Ursache hat, ist nach wie vor strittig. Verschiedene Forschungsrichtungen bemühen sich, das Rätsel zu lösen. Mit Befragungen, mit Blut- und Hormontests, mit Hirnforschung. An mehreren Standorten, wie hier in Hannover, untersuchten Wissenschaftler die Hirnaktivität von fast 300 Männern, Pädophilen und Nicht-Pädophilen, Tätern und Männern, die nicht zum Täter geworden sind. Mit diesem Forschungsverbund ist Deutschland weltweit führend in der Wissenschaft über die Pädophilie. Was man in unseren Untersuchungen sieht, ist, dass die Männer mit Pädophilie, die zum Täter geworden sind, etwas älter sind als die, die noch nicht zum Täter geworden sind, so etwa 5 bis 6 Jahre. Das kann ein Zufallsbefund sein, kann aber auch darauf hindeuten, dass manchmal die Zeit natürlich auch ein Faktor ist, der dazu beitragen könnte, dass jemand zum Täter wird. Was man sonst sieht, ist, dass Männer mit Pädophilie
schon deutlich häufiger auch an affektiven Erkrankungen leiden. Damit ist gemeint, das sind insbesondere Angststörungen und Depressionen, die zwischen 30-40% der Fälle vorliegen können bei Männern mit Pädophilie. Und das ist natürlich unglaublich viel. Wie bei Robert. Je öfter er Kinderpornografie konsumiert hat, desto verzweifelter wurde er. Suizidgedanken kamen auf. Dieses Dilemma, das ihn in die Depression getrieben hat, empfand er als ein schwarzes Loch, aus dem er seit Jahren herauszuklettern versucht, so wie seine Figuren. Dann bin ich langsam ins Internet reingekommen und habe mir dort, ja, etwa so Bilder aus dem FKK-Bereich runtergeladen, auf denen auch Kinder zu sehen waren. Bilder von nackten Kindern, wie sie sich leicht auch in sozialen Netzwerken finden lassen, weil Eltern sie unbedarft ins Netz stellen, diese Bilder dienen oft als Einstiegsdroge. Fest steht, jedes Kind, das auf pornografischen Seiten zu sehen ist, ist ein Opfer von Kindesmissbrauch. Auch zum Beispiel auf diesen sogenannten Posing-Bildern, die Robert als nächstes konsumiert hat. Das waren also Bilder, die nicht den harten Missbrauch zeigten, aber schon speziell für ein bestimmtes Klientel produziert worden waren. Ich wusste, es ist kinderpornografisches Material, schon. Ich wusste, das ist nicht legal, es ist strafbar, aber in dem Moment war es das, was ich kriegen konnte und was mich auch, ja, zufriedengestellt hat. Und dann natürlich bin ich auf anderes Material gestoßen, das ich zum Teil für mich erschreckenderweise selber auch anregend fand. Das nachfolgende Schuld- und Schamgefühl ist ganz oft wieder etwas, was den Motor antreibt, um erneut Missbrauchsabbildungen zu gucken, weil das dieses Gefühl so unangenehm ist und nicht weggeht. Und durch die erneute Lust und die erneute Auseinandersetzung mit sexueller Erregung und das Erleben von Lust wird das wieder vergessen. Und so hält sich dieser Kreislauf ganz oft selbst in Gang. Laut der Regensburger Studie nutzen 2,2% aller Männer gezielt Kinderpornografie. Uneinig sind sich die Experten allerdings, ob der Konsum solcher Aufnahmen einen Mann zu einer Missbrauchshandlung treibt oder ihn eher davon abhält, ihm also den sexuellen Druck nimmt und ihn damit entlastet. Aus unseren Studien gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Nutzung von Missbrauchsabbildung entweder Kindesmissbrauch befördert oder gar eine schützende Wirkung hat, die sogenannte Katharsis-Hypothese, würden wir eher verneinen. Bei Robert steigerte sich die Härte der Bilder immer mehr. Einen Ausweg sah er nicht. Er hatte Angst, erwischt zu werden, doch lange geschah nichts. Und dann stand eines Tages die Polizei bei mir in der Tür, als ich abends nach Feierabend zu Hause war. Erstmal dachte ich, was soll jetzt werden? Wie geht's jetzt weiter? Was machst du jetzt? Es war Erleichterung dabei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt passiert irgendwas. Jetzt musst du irgendwie an kompetente Hilfe kommen. Es gab eine Anklage, aber keine therapeutische Unterstützung. Robert verlor seine Arbeitsstelle und zugleich seinen Nebenjob. Die Presse brachte Artikel über ihn. Er schämte sich zu Tode. Ich traute mich nicht mehr einkaufen zu gehen. Ich traute mich nicht aus dem Haus, weil es könnte mich ja irgendjemand darauf ansprechen. Ich hätte mich am liebsten irgendwo vergraben. Selbst der Familie gegenüber hatte er sein Geheimnis verheimlichen müssen. Und als es aufflog, war das ein Schock für alle. Zum Glück hielt seine Schwester zu ihm und auch deren Kinder, für die Robert immer der Lieblingsonkel war. Die Kinder sind auch immer viel mit ihm zusammen gewesen. Und ja, macht man sich schon Gedanken. Aber ich habe mit den Kindern dann halt auch gesprochen und die haben mir versichert, dass da gar nichts ist. Und mein Bruder hat es mir auch versichert. Er hatte ihnen nie was getan. Er war immer der liebenswerte, witzige Onkel, mit dem man alles Mögliche machen konnte. Man hatte sich damals wirklich damit auseinandergesetzt. Und dann musste das aber irgendwann ruhen. Weil man hält das auch nicht aus, sich ständig damit zu befassen. Robert bekam 10 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe. Und dann begann die Odyssee auf der Suche nach einer Therapie. Zahlreiche Therapeuten trauen sich das nicht zu.
Manche lehnen Pädophile schlichtweg ab. Nun ist er seit einem Jahr in Hannover bei Mandy Körner in Behandlung und versucht, auf harte Kinderpornografie zu verzichten und mit harmloseren Bildern auszukommen. In dem Moment, wo ich mir Bilder anschaue von Missbrauchshandlungen und da ein Kind zu Schaden kommt und ich mir das angucke, um mich sexuell zu erregen, bin ich Teil dieser Missbrauchshandlung, bin ich Mittäter und trage dazu bei, dass dieser Missbrauch weiter fortgesetzt wird. Wenn das deutlich wird, glaube ich, ist das ein wichtiger Schritt, um darauf auch verzichten zu können, um sich nicht fortgesetzt auch wieder schuldig zu machen. Doch auf Kinderpornografie ganz zu verzichten, fällt Robert immer noch schwer. Wenn ich wieder nackte Kinderbilder mir anschaue, weiß ich, es ist illegal. Ich weiß inzwischen, was ich auch nur beim Angucken der Bilder irgendwo den Kindern damit antue. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht mehr. Ich weiß nur nicht, wie lange ich das schaffe. Forscher auf der Suche nach den Ursachen der Pädophilie. Ist sie vielleicht sogar angeboren und dadurch auch vererbbar? Interessant ist eine große Zwillingsstudie, die die finnischen Kollegen gemacht haben, hinsichtlich bestimmter Genmarker. Also gibt es erbliche Einflüsse. Und dort konnten wir tatsächlich finden, dass es einen erblichen Anteil für ein sexuelles Interesse an Kindern zu geben scheint. Aber, und ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft, 85% lassen sich immer noch auf Umwelteinflüsse zurückführen. Auch die Wissenschaftler des Forschungsverbundes suchen nach Umwelteinflüssen und familiären Auslösern für die Pädophilie. Etwa 30% der Mütter von diesen Männern mit Pädophilie hatten möglicherweise eine psychiatrische Erkrankung, waren sicherlich in psychiatrischer Behandlung, während das nur etwa 16% waren bei unserer Kontrollprobanden. Auch auffällig sind sicherlich so Begleitfaktoren wie die Frage nach, hatten sie mal ein Schädelhirntrauma oder eine Bewusstlosigkeit. Danach schaut man auch immer, weil das wichtige Faktoren sind in der Entwicklung des Gehirns, wenn das während der Kindheit stattgefunden hat. Auch da sieht man gewisse Auffälligkeiten, ebenso auch bei solchen Fragen wie nach Bettnässen zum Beispiel oder auch Geburtskomplikationen. Schon mit 10 Jahren hat Max unter ausgeprägtem sexuellem Drang gelitten. In meiner Kindheit hatte ich oft das Empfinden, dass meine Sexualität irgendwie zu viel ist. Ich habe sie als zu stark wahrgenommen, als störend. Wir sehen im Schnitt, dass die Männer mit Pädophilie mit der Masturbation oder überhaupt mit sexueller Aktivität in etwa ein Jahr früher anfangen. Das klingt jetzt vielleicht noch so ein bisschen leer, ist aber extrem spannend, weil das auch ganz viel mit Gehirnreifung zu tun haben kann und in unseren weiterführenden Analysen auch gezeigt hat, dass es da Zusammenhänge gibt. Das lässt darauf schließen, dass die sexuelle Orientierung nicht erst in der Pubertät entsteht, sondern schon weit früher. Ich persönlich glaube, dass dies sehr früh geschieht, wahrscheinlich zu großen Anteilen möglicherweise pränatal, das heißt also im Mutterleib schon. Es kann natürlich sicherlich im Gefolge dann noch durch viele Faktoren beeinflusst werden. Viel wird sicherlich während der Phase im Mutterleib festgelegt und da können auch externe Faktoren, wie zum Beispiel auch die Exposition gegenüber Androgenen, das wären männliche Hormone, die auch im weiblichen Organismus vorhanden sind, könnten ganz wichtig sein, weil speziell in diesem Kontext wir uns natürlich schon fragen, warum gibt es eigentlich die Pädophilie nur bei Männern? Ist der pädophile Mensch naturgemäß ein Mann? In dem Präventionsnetzwerk Kein Täter werden hat sich in all den Jahren eine einzige Frau gemeldet, die den Kriterien der Pädophilie entspricht. Dennoch, auch Frauen sind Sexualtäterinnen. Wir haben junge Erwachsene und Kinder und Jugendliche befragt zu Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend. Und von denen indirekt sozusagen konnten wir erfahren, dass ein Drittel doch Täterinnen waren von denen, die da betroffen waren. Das heißt,
Täterinnen gibt es. Es gibt Frauen, die Kindesmissbrauch begehen. Eine Sexualwissenschaftlerin aus Magdeburg forscht zu diesem Thema und hat nach zahlreichen Geständnissen von Hilfesuchenden nicht nur Mütter, auch Frauen, die beruflich mit Kindern zu tun haben, keinen Zweifel. Frauen agieren sexuell grenzverletzend, agieren als Täterin, genauso wie es Männer tun, manipulativ, zielgerichtet und immer in einem Setting, das sie selbst gut kontrollieren können. Frauen missbrauchen Kinder genau in der Art und Weise, wie Männer es auch tun würden. Völlig identisch. Der Unterschied ist nur, sie haben keinen Penis, aber sie brauchen nicht einen Penis, um Gewalt anzutun, auszuagieren. Und sie brauchen auch keinen Penis, um zu vergewaltigen. Ob tatsächlich pädophil oder aus gänzlich anderen Motiven, das Ausmaß sexueller Gewalt durch Frauen in Zahlen zu erfassen, ist besonders schwierig. Denn solches geschieht meistens im familiären Bereich, im Privaten, also in der Tabuzone und findet keinen Weg in die Statistik. In der polizeilichen Kriminalstatistik vom Bundeskriminalamt bildet sich ab, dass bei sexuellem Kindesmissbrauch Frauen mit 4,4% als Täterin vertreten sind. Hingegen bei Kindesmisshandlung mit 42%. Diese hohe Diskrepanz zeigt eigentlich eindeutig, dass es ein massiv hohes Dunkelfeld gibt. Im Kernspintomographen wurden bisher jedenfalls nur die sexuellen Reaktionen von Männern auf entsprechende Schlüsselreize gemessen. In den Hirnstrukturen fanden die Forscher lediglich einen geringen Unterschied zwischen pädophilen und nicht-pädophilen Männern, aber einen deutlichen zwischen denen, die zum Täter wurden und denen, die keine Täter sind. Bei der Untersuchung der Hirnstruktur haben wir insbesondere Auffälligkeiten gesehen im Bereich der linken Amygdala. Das ist eine Struktur, die ganz essentiell ist für die Verarbeitung von Emotionen und die befindet sich hier im Bereich des Temporallappens sozusagen. Hier in der Tiefe würden Sie die linke Amygdala finden und die war verkleinert bei den Männern mit bereits stattgefundenen Missbrauchstaten. Was wir auch gesehen haben, waren Auffälligkeiten im Bereich der rechten Gehirnhälfte, hier insbesondere Verkleinerung der Volumina im Bereich des rechten Temporalpols, das ist hier die Struktur, auch wichtig für Verhaltenskontrolle und auch der mittleren Anteile, also der mediale sogenannte orbitofrontale Kortex, den sich in diesem Bereich finden. Bei diesem Test haben die Teilnehmer, hier ein Kontrollproband, die Aufgabe, mit dem Joystick bestimmte Bilder zu sich her oder von sich wegzuschieben. Damit wird getestet, inwieweit sie die Fähigkeit haben, einen Impuls zu unterdrücken. Was wir dort sehen konnten, ist, dass insgesamt Männer mit Pädophilie eine gewisse Hinweise hatten für eine verstärkte Impulsivität. Und wir konnten auch sehen, dass die pädophilen Männer, die bereits zu Missbrauchstaten neigten, auch eine leicht verminderte Inhibitionsleistung haben, also Hemmfunktion im zentralen Nervensystem. Das passt zusammen. Etwas verstärkte Impulsivität, etwas verminderte Inhibitionsleistung. Letztlich könnte das ein Hinweis dafür sein, dass aus welchem Grund auch immer es ein neurobiologisches Korrelat dafür gibt, dass sie zum Täter geworden sind. Ob die Täter, die Maria als Kind missbraucht haben, tatsächlich pädophil waren oder nicht, das spielt aus Opfersicht keine Rolle. Fest steht aber, wer als Kind sexuelle Gewalt aushalten musste, braucht jahrzehntelang Therapie. Ein ungeheurer Leidensdruck für die Betroffenen und ein großer Schaden auch für die Gesellschaft, die letztlich die Kosten tragen muss. Ich hatte extreme Panikattacken, die es nur ganz schwer unter Kontrolle auch zu kriegen waren. Ich hatte so Symptome wie eben, dass ich teilweise auch nur im Sitzen schlafen konnte und auch bei Flutlicht. Also so wie ich mich eben flach hingelegt habe, kam quasi die Todesangst wieder. Das war eine extrem belastende Zeit und ich war trotzdem arbeiten gewesen. Ne? Also das habe ich trotzdem immer geschafft und gemeistert. Doch eine Anklage der Täter war nicht möglich. Als Kind nicht, weil sich Maria in direkter Abhängigkeit befand. Später, weil sie sich an die Taten als Folge der Traumatisierung nicht oder nur sehr fragmentiert erinnert hat. Und Jahrzehnte später nicht, weil die Straftaten verjährt sind. Nur durch diese Mechanismen von Spaltung und Trennung oder das Herauslösen aus dem Psychischen und das Zersplittern, Zergliedern in verschiedene Erlebensstrukturen, kann man es überhaupt überleben. Traumata werden ja oft über viele Jahre gespeichert und kommen auch
nicht so richtig schnell zu Bewusstsein als Selbstschutz für das Individuum. Kinder können sich sozusagen nicht ständig in den traumatischen Stress begeben und natürlich aus Schutz dieses Familiensystems. Es wird auch aktiv unterbunden, dem Kind werden eben bestimmte Regeln oder Drohungen oder Strafen auferlegt, dass diese Dinge nicht nach außen kommen. In der Gruppentherapie von Kein Täter werden müssen sich die pädophilen Männer mit der verheerenden Wirkung, die sexueller Kindesmissbrauch hat, auseinandersetzen. Dazu gehört es eben auch, sich in die Lage von Opfern hineinzuversetzen, sich darüber im Klaren zu werden, was bedeutet sexueller Missbrauch für ein Opfer. Und die Auseinandersetzung damit ist in der Regel was sehr Emotionales und Bedrückendes. Auch Robert fällt dieser Perspektivwechsel, der erfordert, sich in das Leid eines Opfers hineinzuversetzen, besonders schwer. Die Sensibilisierung für die Opfer. Wie geht es denn damit? Wie könnte es denn gehen? Kannst du dich da hineinversetzen? Kannst du das nachfühlen? Das tut manches Mal verdammt weh, weil man immer wieder sich selbst gegenübergestellt wird. Diese Neigung, für sich zu akzeptieren, wirklich zu sagen, ich bin pädophil und das ist ein Teil von mir, oh, das ist unheimlich schwer. Niemand hat sich ausgesucht, worauf er sich sexuell orientiert. Das ist etwas, was wir irgendwann entdecken, herausfinden. Verantwortlich sind wir alle für das, was wir daraus machen und was wir tun. Aber das, was uns interessiert, das, was wir sexuell erregend finden, das haben wir uns nicht ausgewählt, das ist entstanden, ohne dass wir selber bewusst Einfluss darauf nehmen können. Diese Haltung, die Pädophilie ist einfach über einen gekommen, quasi ohne besondere Ursachen und man muss nur lernen, sie zu beherrschen, erweckt aus traumatherapeutischer Sicht auch Kritik. Die gewisse Gefahr ist, dass wir das Pathologische normalisieren. Das halte ich für ein bisschen riskant. Und die Gefahr ist, dass den Tätern, die sozusagen diese schwerwiegenden Symptome ausgebildet haben, nicht klar der Spiegel vorgehalten wird, dass sie selbst traumatisierte, verdrehte Opfertäter sind und dass ihre Vergangenheit zur Disposition steht, dass man hier was untersuchen muss. Das Gros der Klienten hat ja gar keine Erinnerung. Die sagen ja eben auch, vom 15.10. oder so irgendwie Lebensjahr kann ich nichts groß erinnern. Die wissen da komischerweise, ab dem 15. Jahr bin ich pädophil, aber was davor war, wissen sie gar nicht mehr. Und da müssten den Therapeuten hier mal die Alarmglocken angehen und sagen, halt, wenn der nichts weiß, dann kann ihm alles passiert sein. Das ist der Ansatz. Inwieweit sind Täter selbst sexuell traumatisiert worden? Und wie lässt sich das klären, wenn Traumatisierungen doch häufig zu Amnesien führen, also gar nicht mehr im Bewusstsein sind? Dieser wichtigen Frage hinkt die Wissenschaft hinterher. Bei dem derzeitigen Stand der Forschung, wie wir sie machen, können wir darüber keine zuverlässige Aussage treffen. Und auch aus den statistischen Zusammenhängen, die wir hier gefunden haben, lassen sich keine kausalen Schlüsse ziehen. Dafür brauchen wir Längsschnittstudien. Wir brauchen tatsächlich vertiefte Interviews, keine Fragebogenstudien. Da würde ich den von Ihnen befragten Traumatologen zustimmen. Ralf Vogt hat ein Therapiekonzept für Opfer und auch für Täter entwickelt. Und bei beiden arbeitet er tiefenpsychologisch mit wechselnden Perspektiven verschiedener Persönlichkeitsteile. Dabei geht es um Auflösung der inneren Impulse, eine aufwendigere, tiefergreifende Therapie als die rein verhaltensorientierte Gruppentherapie des Präventionsprojektes Kein Täter werden, in der es lediglich um die Unterdrückung der Triebimpulse geht. Damit ist 30% vielleicht den Klienten erstmal geholfen, eine kleine Entlastung zu erleben. Aber sie laufen als jetzt vielleicht indirekt tickende Zeitbomben weiter. Sie haben für sich selbst auch nicht das Vertrauen, dass die Dinge weg sind, sondern sie arbeiten nur noch mit dem Dämpfungskonzept. Es wird irgendwie gedämpft. Und dagegen gibt es aber auch andere therapeutische Konzepte, die sich da den Ursachen widmen. Und die Ursachenbearbeitung ist auf lange Sicht immer die günstigste Form, etwas aus der Welt zu schaffen. In Magdeburg wird speziell mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die selbst schon anderen Kindern sexuelle Gewalt angetan haben.
Eine Pädophilie wird im Kindesalter jedoch noch nicht diagnostiziert. Man spricht von sexuell grenzverletzendem Verhalten, das vor allem bei Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen auftritt. Kleine Kinder können reinszenieren, genau auch wie Jugendliche oder Erwachsene reinszenieren können. Das heißt, Dinge reproduzieren, so weiterverfolgen, das von dem, was sie selbst erlebt haben. Auch dieser Jugendliche hatte eine extrem belastende Kindheit und wurde dadurch zum Täter. Als 12-Jähriger hat er in einer sonderpädagogischen Wohngruppe mehrere kleine Mädchen bedroht und ihnen sexuelle Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen angetan. Mir war das in dem Moment gar nicht bewusst, was ich, sagen wir mal, tue. Es war ein Drang, das zu tun. Ich dachte, dass ich einfach nur meinen Spaß habe dabei. Ich habe in dem Alter gar nicht darüber nachgedacht, weil ich wusste ja gar nicht, dass das eine Krankheit oder eine Sucht ist, sagen wir mal so. Das habe ich dann nur durch die Therapie mitgekriegt. Und da habe ich das überhaupt erst mitgekriegt, was überhaupt ich denen angetan habe und so. Ich habe mir selbst, sagen wir mal, auch selbst geschadet in dem Moment, dass ich so geworden bin und so einen Drang damals hatte. Da tat es mir wirklich sehr, sehr leid. Ich würde es auch nie wieder tun. Weil ich würde dann gar nicht mehr leben wollen, sagen wir mal so, wenn ich das nochmal tun würde. Max war zwar nie der naiven Ansicht, dass die Kinder doch selbst Spaß am Sex hätten und damit einverstanden wären, aber auch ihm ist es anfangs schwer gefallen, Kinder völlig frei von seinen sexuellen Bedürfnissen wahrzunehmen. Das zu begreifen war halt schwierig und auch belastend, weil das heißt auch anzuerkennen, dass man sich lange Zeit auch etwas vorgemacht hat und der eigenen Geilheit auf den Leim gegangen ist. Ich glaube, die meisten Patienten, die zu uns kommen, wissen, dass das Einverständnis der Kinder nicht gegeben sein kann. Und haben vielleicht gleichzeitig die Hoffnung, dass es aber irgendwie doch möglich sein könnte, eine einvernehmliche Intimität herzustellen. So ähnlich ist das da, glaube ich, auch, dass es so eine Verzerrung von Wahrnehmungen gibt, ein Fehlinterpretieren von kindlichen Verhalten, was dann als ein Interesse an einer Beziehung gedeutet wird, weil der Wunsch nach so einer Beziehung so groß ist. Auch kleine Kinder können schon Momente sexueller Erregung empfinden. Doch diese natürliche Entwicklung kindlicher Sexualität braucht Raum und darf durch Erwachsene nicht gestört werden. Menschen sind sexuelle Wesen und das von Geburt bis zum Tode an. Und wenn ein Kind das Recht darauf hat, auf eine eigene Sexualität, dann gilt es, das zu unterstützen, aber nicht zu fördern. Die kindliche Neugier darf natürlich sein und die ist ja auch völlig in Ordnung. Das heißt aber noch nicht, dass ich mir als Erwachsener erlauben kann, Kinder zu etwas anzuregen, wo sie eigentlich nicht neugierig sind. Zur natürlichen Entdeckung des eigenen Körpers gehört auch Nacktheit. Früher durften Kinder nackt baden, nackt im Sand buddeln, im Garten spielen, sogar im Kindergarten ohne Kleidung miteinander herumtollen. Heute ist all das eingeschränkt. Kindergärten haben strenge Richtlinien und die Eltern stecken schon die Kleinsten in Bikinis. Ehrlich gesagt sind Bikinis an Kindern für mich Reizwäsche. Es wird aufgrund einer gewissen Hysterie gehandelt. Ich finde, Kinder sollten einfach auch dieses Recht haben, von selbst keine Scham künstlich anerzogen zu bekommen, sondern das bin ich sozusagen, der mit dieser Situation klarkommen muss oder sie meiden muss. Beziehungsweise der Pädophile, der damit vernünftig umgehen muss und nicht irgendwie Kinder, die sich in zusätzliche Kleidung zwängen müssen. Ich finde, das wäre verkehrte Welt. Verkehrte Welt, weil viele Menschen Angst haben, Pädophile könnten ihre Kinder nackt sehen. Für Freikörperkultur bleibt heute nur der FKK-Strand oder die Sauna mit Schwimmbad. Hier können die Kinder einen natürlichen Umgang mit Nacktheit erfahren, wie bei Familie Langenberg, für deren Kinder das nichts Außergewöhnliches ist. Wir haben das von den Eltern auch gelernt, die Eltern haben schon FKK gemacht und gehen deshalb sehr offen mit den Kindern um und die haben dort auch ganz normal mitgemacht.
Hier ist weder Prüderie angesagt, noch die Furcht vor Spannern. Damit macht man ihnen eigentlich eine Angst. Ne? Und ich finde es dann eigentlich immer schade. Und wir versuchen so eigentlich locker und frei weiter so zu erziehen, dass das natürlich ist und dass es schön ist. Dennoch, in Schwimmbädern und Saunaanlagen kommt es vor, dass Kinder von Pädophilen beobachtet und angesprochen, manchmal sogar angefasst werden. Wenn wir so etwas feststellen, dann rufen wir auch in jedem Fall übrigens noch die Polizei hinzu. Personalienfeststellung, formelles Hausverbot, gegebenenfalls auch Strafanzeige haben wir schon durchgezogen. Auch Robert geht gern in die Sauna. Dabei muss er wegschauen üben und seine Impulse unterdrücken. Doch sein sexueller Drang belastet ihn so sehr, dass er zusätzlich zur Verhaltenstherapie medikamentös behandelt wird. Damit will er sein ausgeprägtes Verlangen in den Griff bekommen. Die Medikamente, die wir einsetzen, gehören zu unterschiedlichen Wirkbereichen. Sozusagen niedrigschwelligsten werden Antidepressiva eingesetzt, die als Nebenwirkung tatsächlich auch eine Dämpfung des Sexualtriebes haben. Da viele Patienten hier auch wirklich mit einer Belastung und durchaus auch depressiven Symptomatik herkommen, ist das sozusagen eine doppelte Wirkung. Im Beipackzettel heißt es, kann zur Erektionsstörung führen. Das tut es schon recht intensiv. Aber da ich meine Sexualität eh nicht nach meiner Neigung ausleben kann und auch seit vielen Jahren, ich glaube deswegen, auch keine Partnerin habe, bleibt mir als Befriedigung eh nur die Selbstbefriedigung und da kommt es dann nicht auf die Erektion drauf an, das geht auch ohne. Weitere Wirkstoffgruppen setzen sozusagen an den Testosteronhaushalt an. Da ist es dann eher dieser Bereich, wo man dann von der chemischen Kastration auch umgangssprachlich spricht. Da ist es dann tatsächlich so, dass dann gar nichts mehr funktioniert. Das wird von manchen Patienten ebenfalls als sehr erleichternd erlebt, weil durch das Ausblenden der Sexualität tatsächlich plötzlich Raum wird, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, die auch wichtig im Leben sind. Auch wenn die Patienten alles dazu tun, nicht zum Täter zu werden, werden sie von der Gesellschaft geächtet. Jüngst hat die Universität Dresden im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie zum Thema Stigmatisierung pädophiler Menschen 800 Passanten befragt. Auf Verständnis können die betroffenen Männer jedenfalls nicht hoffen. Auch die nicht, die niemals eine Straftat begangen haben. Was sehr eindrücklich war, auch sehr erschreckend war, dass 40% zugestimmt hatten, diese Personen sollten in Präventivhaft gehen, sollten besser eingesperrt werden. Und fast 14% hatten sogar zugestimmt, die sollten doch besser tot sein. Und wir haben eine ähnliche Befragung durchgeführt in einer amerikanischen Stichprobe. Das lief online und dort gab es sogar noch höhere oder noch ablehnendere Reaktionen. Was die Forderung betrifft, die sollten doch besser tot sein, da hatte auch, ich glaube, 26-27% ungefähr gesagt, ja, da stimmen wir zu. Obwohl wir deutlich gemacht hatten, es geht jetzt um Menschen, die diese Neigung haben, aber die zumindest bisher nie auffällig geworden sind. Ich kann die Haltung vieler Leute auch verstehen. Es ist einfach ein extrem tabuisiertes Thema. Es gibt auch ein sehr geringes Bewusstsein dafür, dass es tatsächlich Menschen gibt mit sexuellem Interesse an Kindern, die keine Straftaten begehen. Die sieht man nicht im Fernsehen in der Regel, die kennt man nicht persönlich, auch aus den Gründen, weil die sich natürlich verstecken. Kein Wunder, dass sich Pädophile, auch die, die nicht zum Täter geworden sind, in unserer Gesellschaft nicht zeigen, sondern ängstlich im Verborgenen bleiben. Dabei wäre es so wichtig, dass sich die Betroffenen nicht verstecken, sondern sich Hilfe suchen in der Familie, im Freundeskreis, bei Therapeuten.
Es hat sich herausgestellt, dass je stärker diese Angst war, entdeckt zu werden, desto mehr Probleme zeigten sich so im emotionalen Bereich. Also umso geringer war der Selbstwert, umso mehr Symptome psychopathologischer Art haben sich auch gezeigt. Und umso mehr litten auch unsere Teilnehmer in Einsamkeit. Auch Max hat Angst aufzufliegen. Und obwohl er ein Buch schreibt und mit seinen Erfahrungen in die Öffentlichkeit geht, muss auch er anonym bleiben und sich vor Ausgrenzung und Angriffen schützen. Doch in der Familie und unter Freunden mag er seine Pädophilie nicht verbergen. Im Familienkreis kann ich nicht wirklich offen drüber reden, weil es ist, sagen wir, eine gewisse grundlegende theoretische Akzeptanz da. So nach dem Motto, ja, du hast halt die Neigung und du begehst aber keine Übergriffe und das ist ja schick, aber müssen wir darüber weiter reden? Das macht mich ganz schön einsam. Im Freundeskreis ist es einfacher. Dort begegnet ihm mehr Offenheit und Toleranz und er kann über seine Probleme sprechen. Sogar mit einer Freundin, die eine Tochter im Alter seiner Präferenzgruppe hat. Inzwischen muss Max den Umgang mit Kindern nicht mehr vermeiden und hat seine sexuellen Impulse im Griff. Ich habe nach der Therapie diese Selbstsicherheit quasi wiedererlangt und dazu gehörte eben auch, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann mit Kindern umgehen auf einer normalen Ebene. Ich drehe nicht plötzlich durch, ich fange nicht ständig zwanghaft an, irgendwelche Fantasien aufzubauen, sondern ich schaffe es, vernünftig und sicher mit Kindern umzugehen. Die Mutter vertraut ihre 5-jährige Tochter Max sehr gern an, inzwischen auch sogar alleine. Da ich schon ab und zu mal Kindersitter brauche, dachte ich mir so, warum frage ich nicht auch ihn? Ich würde irgendwie andere, die mir so nahe stehen, in meinem Freundeskreis ja auch fragen. Ich glaube, dass sie jetzt nicht das Kind ist, in das er sich verlieben würde. Oder es ist einfach, ich glaube, sie ist einfach nicht sein Typ. Und als das so klar war, war das irgendwie eh entspannter. Ich glaube niemals, dass er einen Übergriff begehen würde. Ich glaube nur, dass es Situationen gibt, die dann eher für ihn unangenehm sind. Für ihn und gar nicht für das Kind irgendwie eine unangenehme Situation wären. Max hätte gerne eine feste Beziehung, eine Freundin, die von seiner Pädophilie weiß und das akzeptieren kann. Es ist definitiv mein Ziel, in einer Partnerschaft auch offen über meine Neigungen zu sprechen. Und für mich wäre es echt eine Bedingung für eine wirklich feste Beziehung, dass ich das Gefühl hätte, mich meiner Partnerin auch gegenüber outen zu können. Und auch nicht von ihr abgelehnt zu werden für diese Neigung. Robert hat schlechte Erfahrungen damit gemacht, als er seiner Freundin die Pädophilie bekannte. Als sie das von mir mitkriegte, kriegte ich kurze Zeit später einen Brief von ihr. Ich kann, will und werde nicht mit dir zusammenleben. Ich kann's verstehen. Es tat weh. Inzwischen hat er einen anderen Job, nicht mehr in der Nähe von Kindern. Und weiterhin geht er zur Therapie. Ist das Präventionsnetzwerk Kein Täterwerden ein Erfolg? Von 5.800 Betroffenen, die sich in 10 Jahren hilfesuchend gemeldet haben, haben nur etwa 500 die Therapie begonnen. Knapp 100 haben abgebrochen. Die absoluten Zahlen sind ernüchternd. Doch wenn diese Therapierten tatsächlich jeglichen Missbrauch unterlassen, ist es ein Erfolg. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass das, was wir tun, tatsächlich auch Wirksamkeit hat. Das, was tatsächlich noch so ein Thema ist, wo wir weiter dran arbeiten müssen, ist die Entwicklung des Selbstwertes. Die Auseinandersetzung mit der eigenen sexuellen Präferenz scheint auch etwas zu sein, was den Selbstwert eher noch belastet. Denn auch ein niedriger Selbstwert ist ein Risikofaktor für sexuellen Übergriff. Nach heutigem Wissensstand ist Pädophilie nicht heilbar. Die Präferenzstörung auszuleben darf keine Option sein. Zu groß ist das Leid der Kinder. Eine Ächtung und juristische Verfolgung der Täter ist unabdingbar.
aber auch eine Akzeptanz und sogar Anerkennung derjenigen, die es schaffen, trotz ihrer Neigung nicht zum Täter zu werden. Dann würden noch mehr Pädophile eine Therapie im Netzwerk kein Täter werden oder bei anderen Therapeuten in Anspruch nehmen. Die bestmögliche Prävention. Bin ich mir sicher, dass ich nicht zum Täter werde? Ich würde sagen, ja. Und zwar auf der Ebene, dass ich weiß, dass ich niemals einem Kind schaden möchte. Und in jedem Kontakt, den ich zu einem Kind habe, diese Entscheidung sozusagen neu treffe. Diese Erkenntnis meiner Neigung, also Pädophilie, hat in mir eine extreme Zerrissenheit ausgelöst. Wer bin ich eigentlich? Bin ich eine tickende Zeitbombe? Pädophilie ist ja nicht gleich sexueller Kindesmissbrauch. Das ist auch mal ganz wichtig, das zu unterscheiden. Aber wir wissen natürlich, dass Pädophilie eigentlich der wichtigste